Irgendwann kommt man als Videomacher mal so an den Punkt, da möchte man mit mehreren Kameras gleichzeitig arbeiten. Sei es jetzt, dass man für eine befreundete Band die Proben filmt und die Session quasi aus mehreren Blickwinkeln zusammenschneiden möchte. Oder aber wie in meinem Fall beim letzten Unboxing-Video, dass man dann eine Hauptansicht hat und dann eine entsprechende Teilansicht für das Produkt. Gleiches kann man natürlich auch für Reviews und andere Videos mitverwenden. Oder aber man macht ein Tutorial, ein Screencast und möchte dann den Sprecher noch unten entsprechend mit einbetten. Und für beide Varianten, also das regieartige Zusammenschneiden und das Einfügen von Videomaterial in andere Videospuren, werde ich jetzt mal ganz kurz ein paar Techniken zeigen. Kommt mal mit! So, los geht's! Einmal das Mikrofon runtergeholt und dann hüpfen wir direkt in Premiere hinein. Ich zeige das Ganze jetzt hier in Adobe Premiere Pro CS 5.5. Es sollte eigentlich auch schon in früheren Versionen gehen und ich würde mal so behaupten, dass es auch in späteren Versionen, also CS6 und dann letztendlich die Creative Cloud, da sollte das Ganze auch so ohne weiteres funktionieren. Eigentlich. Wir fangen mal mit dem Fall an, dass wir jetzt mehrere Videos zusammenschneiden wollen, quasi wie in einem Regieraum. Wir sehen dann hier zum Beispiel auch schon auf der linken Seite habe ich jetzt hier in meinem Projektordner einen Ordner Multi angelegt und da habe ich verschiedene, ja, Kameras hier drin, einmal meine EOS-Kamera, dann eine GoPro und dann noch eine Leica. Alle drei haben gefilmt und das Videomaterial muss hier zusammengelegt werden. Das erste, was wir jetzt natürlich machen müssen, ist das Videomaterial zu importieren. Normalerweise würde man sicherlich alles auf einmal jetzt in seine Sequenz mit hineinziehen, da aber in meinem Fall für diese eine Aufnahme mehrere Dateien von den Kameras erstellt wurden, nehme ich jetzt erstmal nur jeweils die ersten Clips in meine Timeline mit hinein, sodass ich die dann synchronisieren kann und dann habe ich nachher weniger Probleme, die nachfolgenden Clips noch weiter zu verschieben. Und wenn ich jetzt alle drei hier drin habe, sehen wir, okay, die Leica hat relativ lange Durchgehalten mit den Aufnahmen, GoPro und die EOS warten relativ gleich auf, was die Aufnahmezeit angeht. Und das Synchronisieren ist jetzt eigentlich mal gar nicht so schwer. Man sieht bei Film- und Fernsehproduktion ja dann häufig die große Filmklappe, die dann zusammengehauen wird. Häufig dann ja auch noch mit einem Zeitstempel drauf. Sowas braucht man jetzt als YouTuber nicht unbedingt. Was da schon ausreicht, ist einfaches in die Hände klatschen. Und damit hat man dann schon wieder zwei Tonspitzen erzeugt, die man dann mit zum Synchronisieren nutzen kann. Was ich dann immer mache, ich zoome da einfach dann entsprechend nah an die entsprechende Stelle heran. Und dann sehen wir, haben wir einmal an dieser Stelle hier einen Ausschlag bei der, ja, EOS-Kamera, das ist die EOS-Tonspur hier unten. Dann haben wir hier die GoPro-Tonspur, wo wir den Ausschlag dann hier an der Stelle haben. Und dann hier vorne ist nochmal für die Leica die Tonspur mit dem entsprechenden Ausschlag. Das heißt, wir bringen jetzt einfach die Tonspur hier mit nach drüben. Ein Stück weit können wir noch. Und ich glaube, es ist dann immer mal so ein bisschen fiddelig und man kann sich das Ganze dann nochmal anhören. Und da haben wir jetzt dann auch schon gehört, ja, so schlecht klang das schon gar nicht. Jetzt bringen wir auch noch die andere Videospur hier mit in die entsprechende Position. Und wenn wir das Ganze dann ungefähr jetzt auf einem haben, dann kann man dann nochmal ein Stückchen mehr ranzoomen und das Ganze dann auch wirklich, ja, Frame genau nachher mit anpassen. Und das Ganze werde ich jetzt einmal ganz fix erledigen und dann sehen wir uns hier gleich wieder. So, wenn das dann jetzt fertig synchronisiert ist, dann ja, können wir jetzt quasi rauszoomen und können die anderen Videoclips dann entsprechend noch mit anhängen. Und in meinem Fall muss ich dann zum Beispiel auch noch wieder darauf achten, dass einerseits natürlich die Reihenfolge der Videos entsprechend zusammenpasst. Andererseits kann es natürlich auch gut und gerne passieren, dass es entsprechende Lücken zwischen den Aufnahmen gibt. Also ich weiß zum Beispiel, dass meine EOS dann immer mal beim Ende der Aufnahme piept und dann ein paar Sekunden später startet die neue Aufnahme und dann piept es entsprechend nochmal, sodass ich da dann ja, selber nochmal entsprechend neu synchronisieren muss. Und wir sehen das dann jetzt zum Beispiel hier an dieser Stelle, dass da ein entsprechender Ausschlag irgendwo gegeben ist, der aber nicht so ganz hundertprozentig übereinstimmt. Also wenn wir hier mal reinzoomen, dann sehen wir, ist das hier einmal komplett verschoben. Das Ganze gilt es dann jetzt auch nochmal kurz zu synchronisieren und dann bin ich gleich wieder da. Okay, jetzt ist dann endlich mal alles synchronisiert und jetzt kommt sozusagen der spannende Teil der ganzen Arbeit.
Was man jetzt endlich macht, ist diese Sequenz als Multikamera-Sequenz zu definieren. Dazu gehen wir in eine andere Sequenz und dann wird einfach unsere Multikamera hier mit entsprechend importiert. Ihr könntet genauso gut auch die Videospuren alle markieren und das Ganze dann in eine neue Sequenz verschachteln. Würde auch funktionieren, dann wird allerdings das Audio nicht mit übernommen. Dementsprechend habe ich das Ganze hier vorgefertigt in die Multisequenz gepackt, importiere die dann hier in meine andere Timeline und dann klicke ich sie einfach rechts an, gehe auf Multikamera und dann aktivieren. Damit ist das Ganze jetzt als Multikamera-Sequenz deklariert und ich kann jetzt zwischen den einzelnen Videospuren hin umherschalten. Das heißt, ich kann jetzt hier einen Rechtsklick machen und kann dann hier beispielsweise Kamera 2 auswählen. Gut, ist jetzt hier am Anfang vielleicht ein bisschen dunkel, aber das macht überhaupt nichts. Wir gehen hier mal ein Stückchen weiter und sehen dann, jetzt hat sich das Videobild hier hin geändert und wenn ich dann beispielsweise Kamera 3 ändere, dann ändert sich das hier hin. So, und man kann jetzt natürlich dann entsprechend hier irgendwo einen Schnitt vornehmen in seiner Videospur und dann kann ich in diesem Bereich wähle ich eine andere Kamera aus und an der Schnittstelle gibt es dann einen entsprechenden Übergang von einem Video zum nächsten. Auf diese Art und Weise das Ganze dann entsprechend umzuschalten ist natürlich recht aufwendig. Klar, ich habe das größtenteils so gemacht in meinem letzten Video, einfach weil ich dann präziser mir Stellen raussuchen konnte, wo ich das machen möchte oder wo ich den Schnitt setzen möchte. Allerdings für den reinen Kamerawechsel gibt es dann auch noch eine einfache Möglichkeit. Und zwar mache ich hier einmal die Änderung rückgängig und dann gibt es das Fenster Multikamera-Monitor. Und hier habe ich einerseits eine Auflistung dann für meine verschiedenen Ansichten und dann eine Hauptansicht hier auf der rechten Seite. Was wir jetzt hier machen können, ist ganz einfach auf Play drücken, dann wird das Video wiedergegeben und wir sehen das hier in allen Spuren entsprechend laufen. Und wenn ich jetzt hier meine Kamera zum Beispiel mal wechsle, dann startet Adobe hier eine Aufnahme und merkt sich dann, an welchen Stellen wir umgeschalten haben und wird dann auch entsprechend später, wenn wir das Ganze einmal gestoppt haben, diese Schnitte mit übernehmen. Das heißt, ich stoppe das jetzt hier einfach mal und dann sehen wir hier in meinem Schnittbereich, dass ich entsprechende Unterteilung für mein Video bekommen habe. Können wir auch einmal kurz ein Stückchen dichter ranzoomen und einmal hier wiedergeben und dann sehen wir auch das entsprechende Umschalten hier schon. Was man denn hier entsprechend noch wissen muss, ist, dass die Audiospur immer konstant bleibt, es sei denn, man wählt sich hier entsprechend eine andere Audiospur aus. Oder aber man geht hier oben rechts in die Einstellungen rein und dann kann man hier Audio folgt Video anklicken. Und wenn das aktiviert ist, dann wird auch immer das Audio entsprechend später genommen, zu welcher Kamera man geschalten hat. Das heißt, wenn ich Kamera 2 ausgewählt habe, wird auch das Audio von Kamera 2 genommen. Wenn ich Kamera 3 nehme, wird das Audio von Kamera 3 genommen und so weiter. Wenn man jetzt aber beispielsweise eine externe Audioaufnahme hat, dann braucht man sich um diese Optionen weiter gar nicht kümmern, weil man dann auch beispielsweise das Audio aus dieser Multisequenz gar nicht mehr verwendet. Dann würde man die Spuren hier unten alle schon wieder komplett löschen und spart sich da dann den entsprechenden Rechenaufwand. Wenn ich jetzt mit den Schnitten hier nicht ganz zufrieden bin oder sie vielleicht nochmal präzisieren möchte, dann kann ich hier zum Beispiel an diese Stelle gehen und mit dem Rollenwerkzeug kann ich dann den Schnitt entsprechend hier vorziehen. Das heißt, von hier hinten ziehe ich den dann hier zum Beispiel zu meinem Marker vor und habe dann genau an dieser Stelle den Schnitt. Und anstatt jetzt irgendeine Lücke zu erzeugen, hat Adobe dann den nachfolgenden Clip hier natürlich auch entsprechend mit aufgefüllt, sodass wir dann hier den Schnitt vielleicht an einer etwas passenderen Stelle im Video haben. Was ihr dann auch im Kontextmenü seht, ist, dass von Adobe insgesamt 4 Kameraspuren unterstützt werden. Also wenn ihr dann mehr wollt, dann müsst ihr vielleicht tiefer verschachteln, aber das wird dann auch wieder sehr umständlich oder euch nach anderen Lösungen umsehen. Aber ich glaube, mit 4 Kameras ist der Standard-YouTuber schon mehr als gut bedient und ich denke, mehr als 4 Kameras wird der Standard-YouTuber auch nicht großartig mitverwenden. Natürlich kann man jetzt dann im Nachhinein auch noch ganz normal Effekte auf die einzelnen Unterbereiche mit anwenden. Das heißt, ich kann zum Beispiel eine Farbkorrektur nur auf einen bestimmten Schnittbereich anwenden. Ich kann natürlich aber auch meine Videospuren insgesamt jetzt hier nochmal bearbeiten. Und das wird dann auch insgesamt für alle diese einzelnen Abschnitte mit übernommen. Soviel dann jetzt aber zu dieser Technik. Jetzt kommen wir dann mal zum Bild im Bild. Und dafür gehen wir dann einfach mal in meine Overlay-Sequenz, die ich dafür angelegt habe und importieren uns dann auch hier mal 2 Videos. Und wir nehmen in diesem Fall einfach mal an, dass wir eine Hauptansicht, so wie hier, haben möchten und dann gleichzeitig noch eine Detailansicht für das
Produkt selbst dann später, so wie hier zu sehen. Und die soll dann entsprechend unten in der Ecke mit zu sehen sein. Auch hier in diesem Falle müssen wir es natürlich wieder synchronisieren. Das mache ich jetzt einmal kurz, einen kleinen Moment. So, und wenn das synchronisiert ist, dann können wir jetzt auch hier entsprechend mit unserem Bild im Bild anfangen. Und das ist eigentlich noch wesentlich unkomplizierter. Alles, was wir dafür machen müssen, ist letztendlich hier unter den Videoeffekten bei Bewegung die Position anpassen, die Skalierung anpassen. Das heißt, in meinem Fall gehe ich jetzt einfach mal auf 25%. Na, das ist vielleicht ein bisschen klein, also gehen wir hier mal auf knappes Drittel. Nein. So. Und schieben das dann nach unten in die Ecke. Wir können das einerseits über die Werte hier machen oder wir schieben das visuell einfach mal hier unten in die Ecke hin und dann könnte man das immer noch nachjustieren, so wie man das dann entsprechend haben möchte. Je nach Stil kann man jetzt hier natürlich noch auch einen Schlagschatten beispielsweise hinzufügen oder erstellt sich vielleicht noch eine andere Grafik, die man dann als Rahmen hier entsprechend rumlegen kann. Das hier ist jetzt natürlich keine sehr komplexe Angelegenheit, aber ich dachte, da es auch zum Multikamera-Segment mit irgendwie gehört, wollte ich das hier auch mal so mit reinnehmen. Damit würde ich dann sagen, war es das jetzt. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt irgendwie weitergeholfen und euch so einen kleinen Behind-the-Scenes-Einblick für mein letztes Video auch unter anderem ja mitgeben können. Und ihr wisst dann jetzt, dass das Arbeiten mit mehreren Kameras eigentlich gar nicht so extrem kompliziert ist und ja, auch sehr einfach sein kann. In diesem Sinne, ihr könnt auch links und rechts von mir nochmal vorbeischauen. Da sind auch noch andere Videos verlinkt, unter anderem das letzte Unboxing natürlich. Links findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung gleich beim Abonnieren-Button. Und ansonsten, ja, ihr könnt mir Kommentare da lassen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.